Wir ficken uns hier gegenseitig im Kreise. Digga, jetzt, ich hab doch nicht einen einzigen Quali richtig machen können, Alter. Verpisst euch doch mal, Alter. Schere ins Auge gerammt bei einer Challenge, oder? Nö, halt von deiner Frau bekommen, weißt du? Schön, Hakuna, meine Tatas, geil, dass du wieder dabei bist. Heute richtig geile Warren Action. Freut euch drauf? Ja, Deko wieder gute Laune. Und mit dabei haben wir heute natürlich Deko und Aris. Ein wunderschön. Ein wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Was geht ab? Hallo. Ja, Deko ist heute nicht mit dabei. Hallo. Mit dabei ist Deko. Hallo? Hasta la baja. Hallo, Muchachos. Ey, ich hab mich gerade mal umgezogen. Ich hab jetzt mein Gefi-Gefi. Oh, Gefi-Gefi. Ich hab den Hoodie an, Muchachos. Allerdings Alter, muss ich sagen, ich hab ihn jetzt seit 3 Minuten an und mir ist jetzt schon warm. In meiner Butze sind 26 Grad. Dieser Pulli besteht ungefähr zu 99% aus Plastik. Ja. Und mal gucken, ob ich ihn die ganze Folge lang anlassen kann. Oder ja, ob ich den Bild nackt machen muss. Übrigens, Digga, apropos, jetzt wo Deko, ja, ich habe hier Aris ein bisschen getrollt, ja, jetzt wo Deko dein Pullover anhat, ja, legendäre Challenge, ja? Ja. Nein, ey, was auch immer da noch alles dabei ist, nein, Challenge, eiskalt in einem Short hat jemand reingeschrieben, okay, wir machen das nicht mit Wäscheklammern, sondern wir ziehen uns pro Wort, das wir sagen, ein Kleidungsstück mehr an. Fand ich richtig, richtig cool, die Idee. Ich überhaupt nicht. Ja, das kann ich verstehen, wisst ihr. Aber ich, also ich muss sagen, geil, ich glaube, ich habe lieber Wäscheklammern im Gesicht, als gerade bei dem Wetter jetzt irgendwie 12 Kleidungsschichten zu tragen. Ja. Das ist es ja. Genau das ist ja. Muchachos, ist was sagt ihr dazu? Habe ich gehört. Das ist eine schöne Duo-Aufnahme, ja. Nein, ey, Alter. Oh nein, ey. Wir brauchen... Nein, ey, Alter. Das wird so brutal, ey. Das wird so geil. Aber wir brauchen ich Schiri. Ich werde eh wieder am meisten leiden da unter der Scheiße, ey. Die drei Viertel von den Wörtern sind meine Wörter. Wir brauchen auch irgendwie ein Thema, über das wir sprechen können. Also, Muchachos, nein, doch. Wir brauchen ein Thema, über das wir sprechen. Und wir machen diese Challenge. Also, schreibt... Wir müssen möglichst wenig sprechen, habe ich gehört. Also, gebt uns mal bitte gerne ein Thema vor, über das wir sprechen können. Das wäre muy geil. Und dann machen wir diese Kleider-Challenge. Bei 9A Alter. Schauen wir mal. 9A Alter A. Ja, wir müssen die Wörter auf jeden Fall begrenzen, damit es nicht zu viele sind. Weil je mehr es werden, desto krasser. Unübersichtlicher wird es. Ja, und dann müssen die Schiris da mehr aufpassen. Also, ich würde sagen, auf drei, vier Wörter müssen wir das begrenzen. Als Schiri kann ich mich gerne zur Verfügung stellen. Und jedes Mal, wenn dann was kommt, hört er den hier. Wir müssen aber... ein Wort nehmen, das wir beide häufig sagen. Und dann brauchen wir ein individuelles Wort, was Marvin nur sagt oder ich nur sage. Genau, perfekt. Ja, dann machen wir drei Wörter. Ein Wort generell, was wir beide viel sagen, sowas wie Alter. Dann noch was Deko häufig sagt und was ich häufig sage. Also gerne... Vorschläge einfach mal in die Kommentare brezeln. Ich freue mich drauf. Also Thema und die Wörter, ja? In die Kommentare brezeln. Muchachos, wir freuen uns drauf. Was für geil, ey. Es wird richtig geil. Wir brauchen aber auch sagen, zwei Schiri, ne? Ja, wir brauchen Schiri zwei. Kann ja schnell was. Ihr habt schon? Nee. Wir brauchen auf jeden Fall zwei. Aber die Frage ist, was zählt alles zu Kleidung dazu? Darf man sich auch einfach mehrere Socken anziehen oder ist nur Oberkörper dann? Ja, ich würde sagen, auch es zählen die Socken einzeln pro Fuß. Ich glaube, Oberkörper ergibt mehr Sinn, weil alles... Und Mütze. Mütze geht auch. Alles, was so im Oberkörper- und Kopfbereich ist, würde ich sagen. Handschuhe vielleicht auch. Digga, Handschuhe, wie eklig muss das sein, ey? Na ja, du willst noch zocken dann, Alter. Digga, dieser scheiß Aussortierer hier vorne. Ja, ich finde den auch richtig kacke. Du kriegst dann diese Plastikhandschuhe einfach nur, die man beim Saubermachen von Toiletten oder so sieht. Boah, das ist so scheiße. Ja, Alter. Und dann wieder Deko. Oh, ich muss mal kurz meine Hände waschen. Digga, Deko geht kaputt bei dieser Challenge, ey. Das wäre das Ende meines Verstandes, Alter. Das glaube ich. Oh, das wird eine geile Challenge. Da freue ich mich drauf. Oh.
Und wir können auch sagen, wir ziehen Kleidungsstücke aus dafür. Wie wäre das? Ich glaube, auf YouTube dürfte das sogar gehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob man männliche, darf man Brustwarzen zeigen? Sind wir da drinnen? Dann haben wir da so Aufkleber drauf, weißt du? Dann haben wir da so Stripper-Aufkleber drauf. Digga, mit so einem Bäumel dran, Alter. Mit diesen komischen, was diese, wie heißt, Bourgeoisie, wie heißt denn diese Tanzen da, was die, dieses erotische Tanzen, wo man sich aber nicht nackt macht? Strippen. Nein. Genau das andere. Ach, nochmal so springen. Ah, shit, ey. Dass man da so krass rausspringen muss. Burlesque meine ich. Burlesque. Nein, Mann. Burlesque. Burlesque-Tänzerin, die doch immer so Nippelaufkleber drauf mit so einem Wedelzeug noch drin. Wie so Vorhang, Gardinenstangen-Zeugs oder so. Perfekt. Ja, das machen wir. Könnte ich mir auch vorstellen, aber dann ist natürlich versuch dann nochmal in der freien Wirtschaft einen Job zu kriegen. Ja, Thema ist sowieso schon vorbei, Junge. Bei mir zumindest. Warte mal, Sie haben mich schon zu viel Scheiße gelabert. Sie waren, zu viele komische Aktionen gebracht. Sie waren also mal oberkörperfrei in einem Video und haben Nippel. Wie wollen wir das Ding nennen? Nippel, Staubwedel gehabt? Okay, also ich glaube, so als Geschäftsführer können wir sie nicht mehr einstellen. Ja, also, sind Sie sicher? Weil ich hätte noch so einen Klingelton für Sie kostenlos in der Workshop gibt. Ey, noch krasser rausspringen? Krass, ey. Ja, also vielleicht. Oder hätten Sie vielleicht mal Interesse an meinem Fick meine Eier-Song? Also ich würde sagen, Insta eingestellt, oder? Also ich würde mich einstellen. Vertriebler, ihm ist da. Aber im Sommer, also vielleicht ist das so ein Winterding, dann frierst du so. Ja. Dann musst du die ganze Zeit mit deinen Nippeln so rumtanzen, damit dir warm wird, weißt du? Ich muss sagen, ich glaube, ich fände das tatsächlich cooler so. Also mit Ausziehen statt Anziehen. Deko! Digga, jetzt, ich hab doch nicht eine einzige Quali richtig machen können, Alter. Verpisst euch doch mal, Alter. Weg mit dir! Du warst hinter mir, Junge! Digga, bleib doch einfach weg. Dieser Grascher, Alter. Ich warte jetzt extra hier, nur um dich wegzuballern. So, perfekt. Guck mal, Aris kann die ganze Zeit friedlich fahren. Der macht sich dann ein Picknick, Alter. Holt schon die Sektflasche raus und wir... Wir ficken uns hier gegenseitig im Kreis, ey. Ja, wo müssen wir hinspringen eigentlich gleich? Hier, wieder darüber. Nein. Ey! Marvin! Oh! Ey, Digga! Bleib doch einfach weg, du Lappen! Verpiss dich, Junge! Bremst doch einfach! Erst mal hab ich die Scheiße. Ja, genau, bremst doch einfach hier! Muss ja nicht springen. Nein! Ich werde dich da wegholen, Digga. Ich werde dich jetzt sowas von da wegholen. Warum? Du hast alleine verkackt! Du hast mich von hinten nochmal gerammt, du Lappen! Jetzt hab ich wieder überdreht beim Rückwärtsfahren, Alter. Guck mal, Aris nutzt die Chance und fährt da schön, schön seelenruhig einfach nach vorne, der kleine Lapphorn, ey. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? In der Ruhe liegt die Kraft. Du hast einfach keinen, der dich hier wegpimmelt die ganze Zeit. Ja, jetzt gerade ist ganz angenehm, ja. Aber warum krieg ich jetzt den Hass ab? Ich bin nämlich eigentlich weg. So, nee, aber weil du einfach nicht davon schleichst, Alter. So, hier, mach das so wie ich. Guck. Du machst so. So. Tippeln. Bam. Hast du gesehen? Hast du gesehen, dass ich da bin? Ich hab zum vierten Mal verkackt, ne? Ey, ich raffe ihn nicht. So, jetzt nochmal. Jetzt einmal, Deko, ja? Einmal mit Skill. Ja, geht doch, ey. Einmal gewusst wie. Oh, danach muss man krass nach oben springen, Deko. Den Tipp gebe ich dir. Ja, ich glaube, ich komme so schnell nicht weg. So, oh. Klar, schaffst du auch easy. Nee, irgendwie fickt mich. Oh nein, was? Ich schaff den ersten Flip schaffe ich einfach immer nur so schlecht, dass ich so übertrieben langsam bin. Hä, aber die Koralle ist doch super easy an der Stelle, oder nicht? Nee. Also ich hatte damit. Ich hatte damit absolut gar keine Probleme. Mich fickt es komplett. Ich hab's noch nicht einmal richtig. Also ich hab einmal richtig geschafft, die Koralle. Ansonsten, ich rutsch immer viel unter den Bumper, ich fahr über den Bumper. Da rückwärts rein? Ah, okay. Weil ich, wie gesagt, diesen ersten Flip, den ich mache, den mache ich so beschissen, dass ich so scheiße lande, dass ich so wenig Speed habe. Nach unten? Ja. Da
muss ich mal gerade irgendwie ein bisschen... Oh, Sir, du hast ja so... Ey, ich hätte niemals gedacht, dass du recht hast. Ding, ich hab dir aber nicht vertraut, ey. So Mindgames wieder, ne? Ist wirklich so, aber Deko, trust me, du musst am Ende wirklich nach oben springen. Also ich will nicht, dass du dir deswegen wegen so Mindgames am Ende verkackst. Ja. Das können wir dir sagen, ja? Aber was kommt denn da noch Schwieriges aus? Du bist ja schon länger hier. Gar nichts mehr. Ich hab den Scheiß eben nicht geschafft, an dem wir beide gerade gegangen haben. An dem wir beide gerade gegangen haben? Ja, das mit der Tube. Ich hab erst überhaupt nicht gerafft, wo ich hin muss, wollte dann nach oben wieder raus und so und dadurch habe ich meinen ganzen Schweiß verkackt. Ah, okay. Boah, du bist aber lange hier, das kann ja schon wieder nichts werden. Ja, ich hab mir hardcore Zeit gelassen, unbeabsichtigt. Aber ist auch gut so hier, ne? Ich weiß nur noch nicht, also da hatte ich eine Ausschilderung gesehen. Hast du eigentlich auch schon mal so eine Challenge gemacht, Aris, dass du, die, keine Ahnung, Tabasco in die Augen tröpfeln musst oder so ein Scheiß? Hast du schon mal irgendwas Krasses gemacht? In GTA? Ja, irgendeine Challenge, die du verkackt hast, weil wir zum Beispiel haben damals Mario Party gespielt, Mario Minecraft Party da. Und da musste ich am Ende einen kurzen Tabasco trinken. Du glaubst gar nicht, wie crank. Du glaubst gar nicht, wie crank das war, Alter. Einen kurzen Tabasco trinken ist so heftig, nee, Alter. Tabasco, solche Sachen musste ich nicht trinken. Nicht, weil es scharf ist oder so, sondern einfach, weil es dein Darm fickt, ey. Es fickt einfach richtig deinen Darm weg. Es fickt eigentlich zweimal. Ich musste eine Zwiebel essen wie ein Apfel. Ja, und das ist doch aber eigentlich chillo, oder? Das war richtig ekelhaft. Also ich fand's richtig ekelhaft, obwohl ich Zwiebel ja eigentlich echt gerne mag. Hey, was ist das für ein oranger Flip hier? Was muss man da machen? Endlich, ey. Bitte jetzt nicht. Oben. Nein, da muss man auch rückwärts lang. Fick mich, ey. Ah, fick mich, ey. Endlich bin ich hier. Okay, gut zu wissen. Ja, du bist jetzt da, ne? Ist super easy. In der Tube mache ich was? Koralle? Eine Koralle. Und dann fährst du nach unten. Und dann hast du da den Punkt schon. Das war super, super simple. Super simple, super geil. Hello. Warum hat er das denn hier auf vierfach gebaut, ey? Hier in der Tube, oder wie? Nee, hier vorne schon. Das sieht bei mir ganz komisch aus. Brauch echt mal langsam einen neuen Monitor, das geht mir voll auf den Sack. Egal, brauchst du auch so einen High-End-Rechner und dann kaufst 60 du dir irgendwie so einen 14-Euro-Monitor, ey. Der hat keine 14 gekostet, Digga. Das waren 12. Ja, 13 oder was? Ja, aber so ein 140-Hertz-Monitor irgendwie von... Oh, wie hieß diese... Vergessen, wie die Marke heißt. Machen relativ günstige Monitore, aber die sind auch echt ganz gut. Asus, kriegst Corsair, so 300, Link, nee. Reis. Nee, nein, die ist nicht, ist gerade so eine Bekannte. Also ist auch eine Bekannte mittlerweile, aber ist eine kein Bekannte. Großer... Kein großer Hersteller. Okay, Party People! Weiter geht's, oder? Aber Aris, du hast dir noch keine Schere ins Auge gerammt bei einer Challenge oder Tabasco ins Arsch noch geträufelt? Nichts? Digga, ich erinnere nochmal an unseren Cocktail, Alter. Digga, Alter! Digga, das war so ekelhaft, ey. Digga! Und ey, bis heute nehme ich das Deko übel, dass er mir einfach scharfe Soße in meinen Bestrafungscocktail gemacht hat, obwohl da gar keine Bestrafung mit scharfer Soße drin war. Du mieser Ficker, Alter. Oh ja, yeah. Du musst die Chancen nehmen, wie sie kommen, Alter. Also zieht euch das alte Nerdquiz rein, das allererste Nerdquiz. Wie gesagt, sobald ich mal ein bisschen Zeit habe, bereite ich ein geiles Nerdquiz vor. Kann Deko gegen Nugi, gegen Aris, gegen alle mal antreten, so ein 1 gegen 1. Ich bin dann so der Quizmaster. Quizmaster. Hab ich richtig Bock drauf, ey. Digga, ich will Quizmaster sein, ey. Ihr wollt beide Quizmaster sein, weil ihr beide keinen Bock auf irgendeine Bestrafung habt. Das ist doch der springende Punkt. Bro, fucking Bosser. Bro, muss ich mich in der Tube hier eigentlich nochmal drehen, oder? Ja, musst du. In der Lila auch nochmal. Und dann fährst du diesmal aber oben raus. Nicht in der Runden. Naja. Bin gerade reingefahren, hab mich nicht gedreht vorher. Das ist so, ja, hab ich auch gemacht. Das kann doch nicht wahr sein, ey, ganz ehrlich. Ganz einfach. Unbefriedigend? Das ist Aris Spitzname. genau. Hallo. Halt von deiner Frau bekommen, weißt du? Oh. Ja, was? Digga, da richtig gekontert, ey. Der war sogar echt gut. Fick mich, Alter! Als ob ich aber rückwärts durchfallen verkacke auf dem MG. Also wenn, dann hätte man sowas, weil es ist und bleibt ja unbefriedigend, weißt du? Wenn dann hättest du sagen müssen, so, deine Frau hat mich ja befriedigend genannt oder so. Weißt du?
Aber der wäre schon hart schmutzig hier. Ja, man muss ja auch nicht übertreiben. Man muss ja nicht übertreiben. Nein, nein, nein. Deko, das nein. War unbefriedigend. Na, ich wollte eigentlich eine Koralle machen. So, Mutschatschus. Es wird eine Zeit für Witze. Nein, nein. Nein. Oh, fucking yeah. Ey, er macht so Witze. Ey, wenn, instant, ne? wenn Papa im Ziel ist und ihr noch nicht da seid, ja, aber bitte dann geh auf Instagram Reels oder irgendwie sowas und guck dir irgendwie so lustige Anmachsprüche oder lustige Witze an oder irgendwie sowas, Alter. Ganz ehrlich. Nicht wieder irgendwie so eine scheiß Apothekenrundschau oder so eine Fitze24-Seite oder so, ey. Nee, ich mach wieder... Gute Apothekenwichse wieder, ne? Ja, ja. Ich mache jetzt wieder neue Witze. Nein. Wie nein? Nein, Alter, die Mutschatschus haben doch voll viel in die Kommentare geschrieben, Mann. Kurze Witze. Nein. Kurze Witze ist in der Hose, ich, Alter. Ich war noch in der Drehung. Okay. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Okay, ich bin weg. Seid ihr ready? Ja. Nein. Nee. Warte mal, nee, warte mal. Wirklich. Da muss ich rausflippen. Wer... besiegt halt Captain America. Wer besiegt Captain America? Captain Vietnam. Nee. Eine ältere Dame zur anderen. Mein erstes Mal war mit 18. Die andere so, mein erstes Mal war mit nur einem. Mein erstes Mal war mit 17. Anrufer, mein Schokoriegel steckt im Automaten fest. Notdienst. Wir sind ein Notdienst und dafür nicht zuständig. Anrufer, hallo, hören Sie mir überhaupt zu? Weiter geht's. Patient, Herr Doktor, ich fühle mich immer ignoriert. Die anderen behandeln mich so, als wäre ich unsichtbar. Doktor, wer spricht da? Sagt die Mutter, mit diesem Minirock werde ich dich kein Stück auf die Straße lassen, mein Kind. Darauf antwortet das Kind, ach Mama, warum denn nicht? Guck mal, ich habe doch so hübsche Beine. Antwortet die Mutter, dein Sack hängt unten raus. Den Peter, find ich ganz gut. Wenn der Tod eine Frau ist, werde ich ewig leben. Hans, warum? Peter, er wird mich ignorieren. Peter, ich bin eine Granate bei den Rip Frauen. Für Michael, Peter. Ja, aber leider ein Blindgänger. Und damit ist Deko auch durch! Egal, ich wollte sagen, zum Glück bin ich jetzt gleich hier im Ziel, dass es aufhört, ey. Mein Freund ist Archäologe, ich habe ihm einen gebrauchten Tampon gezeigt. Digga, dein Freund ist Archäologe, Alter. Er wollte mir aber nicht sagen, aus welcher Periode er stammt. Ah, ich kann nicht reinfahren, Ares! Ja, ja, ich mach... ja, keine Ahnung. Ich glaube ich gleich wieder, ey. Wo bist du? Noch in der Tube, oder was? Ja. Okay, ich habe eine Quizfrage für euch. Eine Quizfrage, Frage. Ja, ey, Quizfrage. Was geht? Okay, ihr müsst das beantworten, richtig, und dann dürft ihr reinfahren. Was geht herein und andersfarbig heraus? Ein Tampon. Ist auch nicht schlecht, aber nee. Doch. Hä, das ist richtig. Das ist komplett richtig. Das steht aber hier nicht bei meiner Antwort, ihr Lappen. Dann ist wahrscheinlich irgendein Bullshit wie ein Frosch. Ein orangener XA21 bei Los Santos Moto Customs. Richtig. Oh ja. Achso, ja. Dann nein, Essen. Wahrscheinlich. Es wäre Essen gewesen. Ja, warum? Ja, weil man drauf scheißt. Ja, auch scheiße. Ich guck gerade noch, ob ich hier irgendwo. Ich hab doch irgendwo so ein Witze-Reel gespeichert gehabt. Ich habe eine Krankheit, Mutschatz. Guckt euch mal meinen Reel-Speicher an. Okay, wird alles rausgefiltert? Nee, doch nicht. Ich habe meine kompletten Reels. Ich speichere richtig viele Essensrezepte-Reels. Zum Abschluss. Sie. Ich mach Schluss mit dir. Ja. Aber warum? Sie. War ein Witz. Er. Ach so, Gott sei Dank. Wir haben uns doch wirklich lieb. Sie. Ich meinte, unsere Beziehung war ein Witz. Oh. So funktionierte der DDR-Kompass. Man legt eine Banane auf die Mauer und dort, wo sie abgebissen wurde, ist Osten. Könnte funktionieren. Dankeschön! Okay. Geil! Okay, danke fürs Warten. Würde ich sagen, war das doch heute wieder eine richtig beschissene Folge, oder? Giffy! Ich bin gespannt, was ihr uns in die Kommentare brezelt. Auf jeden Fall möchte ich gerne den Daumen nach oben haben. Ja, gerne Witze auch so ein paar. Aber gerne Witze, die wir noch nicht kennen, ja? Vor allem bitte gute Witze. Ja, und schaut sonst bei Ares vorbei. Eure Ideen bezüglich der Bestrafung und sowas rein, ne? Ganz genau. Also, habt noch einen wunderschönen Tag. Nein. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann, reingehauen.